Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den neuen Rosie-Skin. Sieht sehr interessant aus. Auch mit einer Maske drauf. Ich finde, hätte auch ein grüner Skin sein können. Hat dafür aber ein Backpack. Das macht den Preis dann im Prinzip wieder in Ordnung, aber trotzdem gibt es auch grüne Skins, die einfach genauso aussehen oder genau gleich viel am Körper haben. Deshalb müssen unnötig eigentlich, dass es ein blauer Skin ist, aber ist trotzdem ganz in Ordnung. Dann haben wir den Schlachtenstäbchen-Skin mit dem Standard-Stil, dann einmal ohne Gesichtsübermalung und dann mit Helm und Gesichtsübermalung. Dazu dann das Korallenkommando Backpack. Ich glaube, die singen, wenn man unter Wasser ist oder bewegen sich eben halt so. Weiß ich aber nicht ganz genau. Dann haben wir als nächstes die Blasen-Camo-Lackierung. Dann haben wir noch den Rabeskin, den Verwüstung, die weibliche Version davon mit dem Contrail noch dazu. Dann eiserner Schnabel als Spitzhacke und den gefiederten Gleiter. Dann haben wir noch die Spielspezialisten, den Boxenstop-Skin, dann heute neue Rosen sind rot als Lackierung, nicht animiert und 500 V-Bucks ist auch ziemlich teuer, finde ich eigentlich, weil der jetzt auch nicht so extrem speziell aussieht, dass eine blaue Lackierung dort gerechtfertigt wäre. Dann haben wir schweres Herz als Spitzhacke, dann haben wir den Breakdance-Emote. Und Mondhüpfer als Fortbewegungs-Emote. Dann im Liebe und Kriegshop haben wir einmal den Harlequin-Skin mit der Punchline und Harley der Spitzhacke. Als nächstes haben wir im Metallmasten-Paket den Sadie-Skin, den Eisenfatze-Skin und die Stachelkolben. Dann haben wir als nächstes den Liebesdorn-Skin im Standard- und Violett-Stil. Dann haben wir die Herzensbrecherin und den Ex-Skin von gestern. Die Lotus-Sterne-Lackierung, dann den Herzensbrecher und am Ende noch das Schokolama. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.